Ich habe euch die Archimedes-Sporttaucher in einem separaten Video schon ausführlich vorgestellt. Heute möchte ich euch ein Update geben und euch die Uhr am Stahlband zeigen und euch zeigen, was mir dem Stahlband gut gefällt und was mir vielleicht nicht ganz so gut gefällt. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Bevor es jetzt richtig losgeht, möchte ich euch zeigen, warum heute für mich ein richtig, richtig toller Tag war. Ich habe seit etwas über 3 Monaten Homeoffice und habe das Homeoffice auf, und das zeige ich euch jetzt einmal, auf diesem Bürostuhl hier verbracht. Und der kommt jetzt weg. Dafür kommt ein neuer und den muss ich ganz kurz hier nehmen. So, das ist mein neuer Bürostuhl. Ohne Schmerzen am Bobbes und ohne Schmerzen am Rücken. Ich freue mich total. Aber jetzt geht's weiter mit den Uhrenvideos. Ja, da bin ich in meinem neuen Stuhl. Mir geht es rundherum gut. Ich könnte, wenn ich keine Ohren hätte, im Kreis grinsen. Absolut klasse. Heute zeige ich euch das Stahlband der Archimedes Sporttaucher. Und das im Vergleich zu dem anderen Video, was ich gemacht habe. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn euch sowas gefällt. Lasst Kommentare da. Und freut euch drauf, wie das Stahlband auf mich gewirkt hat, und lasst mich wissen, ob es euch ähnlich gegangen ist. Hier ist die Archimedes Sporttaucher mit dem Stahlband. Schauen wir uns das Stahlband einmal an. Es sieht aus wie ein Stahlband mit 5 einzelnen Gliedern. Davon das mittlere Glied etwas breiter und die beiden äußeren etwas schmaler. Das ist aber nur die Art, wie das Band gemacht ist, denn wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die mittleren Glieder nur an einer Stelle beweglich sind. Das heißt, das hier ist diese 5 Teile bilden im Prinzip ein fest verbundenes Glied. Man kann es auch anhand der geschraubten Verbindungen sehen. Es ist ein Element, welches gegeneinander nicht beweglich ist. Die Elemente sind sehr sauber gearbeitet, schön mattiert. Dass es hier Gebrauchsspuren gibt, liegt daran, dass ich die Uhr gebraucht gekauft habe und damit natürlich Gebrauchsspuren auftreten können. Die Schließe ist funktional, ist nicht gefräst, hat 4 Löcher zur Feinverstellung sowie eine, wie ich finde, sehr schön gearbeitete Tauchverlängerung. Die Schließe rastet sauber und hält die Uhr gut und sicher. Schließe ist mit Archimede gelabelt und die Endstücke sind ebenfalls sauber gearbeitet und passgenau. Ein klein wenig Spiel gibt es. Und auf der Rückseite kann man sehen, dass die Endstücke massiv sind. Auch hier noch einmal, das Endstück ist sauber gearbeitet und es gibt ein klein wenig Spiel. Das Gehäuse passt sehr gut zum Band. Ich habe keine Unterschiedlichkeit in der
Satinierung gesehen. Was sich hier widerspiegelt, kommt durch die unterschiedlichen Lichtreflexionen und Winkel des Gehäuses und des Bandes. Lassen wir das Band einmal messen. Die Glieder haben eine Dicke von 4 mm und ein einzelnes Bandelement hat eine Länge von 1,4 mm. Die Feinverstellung macht knapp 8 mm aus, 7,5 mm, also ungefähr ein halbes Bandglied. Auf der Innenseite sieht man noch deutlicher, dass es sich hier um einzelne Elemente handelt, die sich auch gegen den Radius nicht wirklich bewegen lassen. Nur um den Arm ergibt sich die Flexibilität. Andersrum ist das Band starr. Am Arm finde ich das Band sehr, sehr angenehm. Es trägt sich wirklich gut und für einen Preis von 100 Euro habe ich an diesem Band nichts auszusetzen. Natürlich könnte man die Anstöße etwas spielfreier gestalten. Man könnte das Band mit mehreren beweglichen Teilen aufwendiger gestalten. Dann würde das Band aber sicherlich auch ein Vielfaches von 100 Euro kosten. Und so erfüllt es absolut seinen Zweck in einer sehr, sehr ansprechenden Optik und einer Qualität, die ich in der Preisklasse der Uhr und der Preisklasse des Bandes für überdurchschnittlich halte. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Kommentar da, empfehlt mich weiter und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.